Schon seit Jahren macht ein Begriff die Runde. Toxische Männlichkeit. Was hat es damit auf sich? Das Team Caro Mystery Team macht sich auf die Suche. Im Zuge der Gleichberechtigungsdebatte kommt sie immer wieder auf. Die toxische Männlichkeit. Dr. Alexander Roberti und sein Team setzen sich mit diesem Rätsel auseinander. Bereits im antiken Griechenland ging man von einer Mischung verschiedener Säfte im menschlichen Körper aus. Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Ein Ungleichgewicht dieser Säfte konnte teilweise zu schweren Erkrankungen führen. Vielleicht ist da auch heute noch was dran. Viele Männer weisen die Vorwürfe von sich, dass sie ekelhaft zu Frauen und generell anderen Menschen seien. Doch die Wissenschaft ist gegen sie. Ja, wir haben uns das Ganze schon mal ein bisschen unter dem Mikroskop angeguckt. Und da fällt schon sehr auf, dass da irgendwas nicht stimmt. Insbesondere den Speichel haben wir mal unter die Lupe genommen. Und die Ergebnisse waren erschreckend. Bekanntermaßen rotzen Männer ja überall hin, wo es ihnen gefällt. Bis vor kurzem gingen wir noch davon aus, es sei entweder Rücksichtslosigkeit oder primitives Reviermarkieren. Doch die Wahrheit sieht anders aus. Es ist Selbstschutz. Eine beunruhigende Erkenntnis für das Team Caro Mystery Team. Sind alle Träger des Y-Chromosoms vergiftet? Die hohe Konzentration an Schadstoffen lässt einfach keinen anderen Schluss zu. Das Spucken entgiftet den Körper. Männer, die sich zu lange nicht von diesen Schadstoffen befreien, haben ein erhöhtes Risiko für Folgeschäden, wie etwa Empathie oder Respekt gegenüber anderen. Es ist eine bedenkliche Erkenntnis. Nicht nur ist toxische Männlichkeit real, nein, sie stellt die Männer auch noch vor ein entsetzliches Dilemma. Vergiften sie ihre Umwelt mit ihrem Verhalten? Oder bringen sie sich selbst um den ihnen zustehenden urmännlichen Alpha-Status? Wer soll denn sonst die Herde anführen? Das ist eine Entscheidung, die ihnen keiner abnehmen kann und die niemand leichtfertig treffen sollte. Eine medizinische Erkenntnis, die die Welt verändern könnte. Doch noch ist das Team unsicher, wie sie damit umgehen sollen. Erste Versuche, Passanten auf die Gefahr aufmerksam zu machen, endet damit, dass Dr. Roberti und seinem Team gesagt wurde, dass sie ihr Maul halten sollten oder es würde ihnen gestoppt werden. Aber durch diesen Gegenwind lässt sich das Team Caro Mystery Team nicht aufhalten, denn sie haben sich der Wahrheit verschrieben und die werden sie auch finden. Männer, die zu lange nicht irgendwo hinrotten, die sich zu lange nicht von diesen Schadstoffen befreien, haben ein erhöhtes Risiko für Folgeschäden, wie etwa